Video von mir. Heute backe ich Mandarinen-Joghurt-Muffins. Das ist ein ganz schnelles Rezept, ein ganz einfaches, richtig lecker. Man kann die Mandarinen auch austauschen, also ihr seid da sehr variabel. Könnt zum Beispiel Kirschen nehmen oder Himbeeren, Brombeeren, ganz nach euren Vorlieben. Und ich würde sagen, wir legen jetzt schnell los. Viel Spaß beim Video! Als allererstes könnt ihr euch zwei Sachen vorbereiten. Zum einen den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und zum anderen ein Muffinblech schön einfetten. Ich fette meine Muffinform immer gerne mit meinem selber hergestellten Backtrennmittel ein. Das kann ich euch gerne nochmal hier oben in die Infocard verlinken. Und jetzt legen wir los. Als erstes stellen wir uns selber Puderzucker her und zwar mit Zitronenschalen drin und es gibt so ein richtig tolles Zitronenaroma. Dafür gebe ich jetzt 120 Gramm Zucker in den Mixtopf. Und ich habe mir von einer Bio-Zitrone die halbe Zitrone dünn abgeschält und hier sind die Zitronenschalen. Die gebe ich dazu. Die Zitrone hatte ich vorher natürlich gut abgewaschen und ich habe mir schon wieder ein Zebertuch hingerichtet. Das klemme ich mir jetzt hier zwischen Deckel und Mixtopf ein. Damit nichts rausstaubt und pulverisiere mir jetzt den Zucker eine Minute lang auf Stufe 10. Abklopfen, das Zeber entfernen. Riecht das gut. Anschließend schiebe ich erstmal alles vom Rand runter mit meinem Spatel. Und ich zeige euch gerade mal ganz kurz, wie lecker das aussieht. Das sieht man richtig, dass sich der Puderzucker etwas gelb eingefärbt hat und auch ein bisschen feucht ist. Und das Aroma ist einfach genial. So, nun kommen weitere Zutaten dazu und zwar 35 Gramm Öl. Ich nehme da mein Rapsöl mit feinem Buttergeschmack. Das ist sogar laktosefrei. Das ist ein richtig tolles Öl. 35 Gramm. Gramm gemahlene Mandeln. Ich nehme hier die blanchierten Mandeln. Ein Päckchen Vanillezucker. 200 Gramm Mehl. Drei Teelöffel Backpulver. 1, 2, 3, da bleibt nicht mehr viel im Päckchen drin, also ihr könnt auch ein Päckchen Backpulver nehmen, ein Ei, 50 Gramm Milch, 150 Gramm griechischer Joghurt, 's waren fast alle Zutaten, bis auf die kleinen Mandarinchen. Die berühre ich jetzt zu einem glatten Teig und zwar 20 Sekunden auf der Stufe 4. So, bei mir hängt jetzt noch ein bisschen was hier am Rand vom Mehl, vom Backpulver wahrscheinlich. Das kratze ich gerade schnell runter und verrühre so ganz schnell mit dem Spatel. Anschließend gebe ich eine Dose kleine Mandarinchen dazu. Die Dose, das ist so eine normale kleine Dose, die hat 312 Gramm Nettogewicht, 175 Gramm Abtropfgewicht und die Mandarinchen habe ich schon gut abtropfen lassen. Den Saft brauchen wir nicht auffangen, einfach schön abtropfen lassen und die gebe ich jetzt dazu und werde sie vorsichtig
unterrühren. Falls ihr den Teig umfüllen wollt und die Mandarinchen vorsichtig mit einem Spatel in einer extra Schüssel unterheben wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ich werde das jetzt aber alles hier im Mixtopf vorsichtig unterrühren. Und zwar 4 Sekunden mit Linkslauf auf Stufe 3. So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Also richtig bis unten, glaube ich, sind sie nicht untergehoben. Das werde ich jetzt einfach noch schnell mit dem Spatel nachholen. Ganz vorsichtig, dass sie nicht zermatschen. So, und jetzt kommt der fertige Teig nur noch kurz in die vorbereitete Muffinform und wird dort in 12 Muffinmulden verteilt. Mein Teig ist schön verteilt. Jetzt kommen die Muffins bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 25 Minuten in den Backofen. Danach hole ich sie raus, lasse sie erstmal 10 Minuten abkühlen und werde sie dann aus der Form lösen. Und so sehen die Mandarinen-Joghurt-Muffins fertig aus. Sie waren bei mir jetzt 24 Minuten nur im Backofen. Ich habe sie eine Minute früher rausgeholt, damit sie mir nicht zu dunkel werden. Und ich habe sie jetzt noch mit Puderzucker bestäubt. Und was ich euch auch noch sagen wollte, also ein kleiner Tipp, ihr müsst sie wirklich gut erstmal in der Muffinform, in dem Muffinblech auskühlen lassen. Also 10 Minuten mindestens, wenn nicht sogar 15 Minuten. Vorher gehen sie überhaupt gar nicht raus. Also so war es bei mir jedenfalls. Ich habe es versucht, weil ich bin ja immer ungeduldig und kann es nicht abwarten. Aber sie haben richtig festgeklebt noch. Und erst so nach 10, 11 Minuten, nachdem das alles sich ein bisschen abgekühlt hat, ging dann ein Muffin nach dem anderen raus. Also habt da einfach ein bisschen Geduld. Seid nicht so ungeduldig wie ich, sonst zerbrechen sie euch vielleicht noch. Aber wenn ihr sie wirklich gut auskühlen lasst erst, dann löst sie sich auch und es passiert nichts. Ihr könnt natürlich auch Muffinförmchen benutzen, dann könnt ihr auch vermeiden, dass die Muffins hinterher schlecht rausgehen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Was ich vielleicht das nächste Mal ein bisschen anders machen würde, ist der Teil mit den Mandarinchen am Schluss in den Teig unterheben. Da würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal erst den fertigen Teig in die Muffinförmchen geben und dann die Mandarinchen entweder ein bisschen reindrücken, schön drauflegen, ja, auf jeden Fall erst hinterher irgendwie auf den Teig geben und verteilen und, wie gesagt, wirklich reindrücken, weil sonst geht es euch so wie mir. Man sieht nur an wenigen Muffins die Mandarinen oben, also der Teig ist aufgegangen und die Mandarinchen, die sieht man dann gar nicht mehr, weil sie in den Teig reingesunken sind. Und das könnt ihr, glaube ich, verhindern, indem ihr die Mandarinchen oben auf den Teig einfach legt oder vielleicht ein klein bisschen reindrückt. Ja, meine Lieben, und das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann! Tschüss!